Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Tramsim. Diesmal aus dem Hauptmenü. Ich glaube, wir haben noch nie aus dem Hauptmenü angefangen, oder? Kann das sein? Na, damit es Zeit nach 15 Folgen, glaube ich, mittlerweile schon, wird es Zeit, dass wir uns auch mal im Hauptmenü sehen. Und zwar mit dem neuen DLC. Wir sind heute unterwegs am Betriebsbahnhof Wien. Genauer gesagt, am Betriebsbahnhof Wien Favoriten, die Hauptdienststelle im Sektor Süd des Wiener Straßenbahnbetriebes. Da wird beispielsweise auch die Linie 1 eingespeist, also all die Straßenbahnen, die auf der Linie 1 herumfahren, werden dann nachts im Betriebsbahnhof Wien Favoriten geparkt, aber natürlich auch noch von ein paar anderen Linien. Wenn du da vielleicht mehr weißt, dann gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren und ich würde sagen, wir schauen uns das mal an in dieser Folge. Wir haben hier nämlich ein paar neue Szenarios zum Auswählen, neue Szenarien, die wir auswählen können, die es bisher noch nicht gab. Beispielsweise die Weichenstörung haben wir hier, dann gibt es da vorne den Fahrplanmodus, den wir ja bisher immer gespielt haben. Wir haben hier das Szenario Rangieren und dieses Szenario werden wir uns heute mal ganz genau anschauen. Dann haben wir hier das Szenario Dienstbeginn. Das machen wir dann, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge. Da fahren wir dann von dem Betriebsbahnhof direkt los und nehmen uns quasi einen Zug, mit dem wir dann auch Richtung wahrscheinlich Prater fahren. Kann ich mal vermuten. Beginn der Geschichte Straßenbahnfahrer, Betriebsbahnhof, vereinbaren Ablauf und der Straßenbahnhof, Betriebsbahnhof auf die Strecke zu bringen. Okay, vielleicht ist das auch nicht ganz bis zum Prater, vielleicht auch schon. Mal gucken, wir werden uns das dann anschauen in der nächsten Folge. Und dann gibt es übrigens nochmal was, nämlich die Kurzführung, eine Demo am Ring. Kommt es auf der Linie 1 zu Unregelmäßigkeiten? Das wird auch ganz lustig werden, das werden wir uns natürlich auch mal zu Gemüte führen. Und Feierabend machen wir dann ganz zum Schluss. Da fahren wir dann nach Hause Richtung Stefan-Fahrninger-Platz und anschließend stellen wir unseren Zug am Betriebsbahnhof ab. Also es gibt insgesamt 4 Szenarien und mit dem hier werden wir uns heute mal ein bisschen vergnügen. Ein verschmutzter Zug ist im Betriebsbahnhof abgestellt und muss zur Waschstraße. In diesem ca. 15 Minuten langen Szenario lernst du das Rangieren eines Zuges und die Bedienung der Waschanlage am Betriebsbahnhof. Und ich würde mal sagen, ich glaube, wir können ja fast schon mal anfangen. Ich würde ganz gerne mal den Ulf hier nehmen. Nehmen wir mal die lange Version, oder? Wenn wir beim Waschen sind, da können wir auch direkt mal die lange Version, den Typ B vom Ulf nehmen, Wagen Nummer 602, ja, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir starten mal rein und gucken uns mal den Betriebsbahnhof an. Den Betriebsbahnhof, den es jetzt als neues DLC gibt hier bei Tramsim. 1873 errichtet das gute Werk. Insgesamt sind es 5 Hallen und seit 1899 gibt es hier einen rein elektrischen Straßenbahnbetrieb. Und wir gucken uns das jetzt mal an, wie das hier aufgebaut ist. Es ist auf jeden Fall detailgetreu übernommen aus der Realität, auch mit den Gleisen und so weiter und so fort. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Szenario Rangieren. Öffne das Fahrzeug mit dem Vierkantschlüssel. Fahre den Zug in die Waschanlage. Das machen wir natürlich gleich mal. Erstmal gucken wir uns hier natürlich ein bisschen um. Wer bist denn du da drüben? Ich glaube, das ist dieser virtuelle... Oder nee, nicht virtueller. Interaktiver, Entschuldigung. Ich habe es mir eh aufgeschrieben. Interaktiver Verschubmitarbeiter. Bist das du? Hallo. Kann ich mit dir quatschen? Noch nicht. Da fahren wir dann übrigens raus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt zu Fuß hingehen kann. Sieht gut aus. Da haben wir sogar eine Haltestelle. Sehr gut. Also da wird dann wahrscheinlich unsere Strecke, oder vielleicht auch da drüben, das werden wir uns dann alles ganz genau ansehen. Wo uns dann die Strecke hinführt, Richtung Linie 1. Da stehen noch ein paar andere Straßenbahnen. Guck mal, das E2-Modell steht hier abgestellt zweimal. Können wir uns das ein bisschen mal umgucken, oder? Bevor wir da drüben zu unserem Ulf gehen. Schauen wir mal ein bisschen im Corona-Modus, so wie es aussieht. Mit abgesperrtem Frontteil. Auch schon ein bisschen dreckig, wenn man das hier auf der Seite so sieht. Und es gibt übrigens jetzt auch eine Waschstraße hier drin. Auch für den Flexity natürlich. Nicht nur für den Ulf, sondern auch für den Flexity und den E2. Und bei Flexity und E2 gibt bei Flexity und Ulf, Entschuldigung, bei Flexity und Ulf gibt es auch eine Verschmutzung, die stattfinden kann. Also wenn man dann quasi am Weg ist, Prater und zurück zum Stefan-Fahrninger-Platz und vielleicht wieder zum Prater und wieder zurück, dann kann es schon mal vorkommen, dass eben auch das Fahrzeug, wie das da drüben beispielsweise, sehr verschmutzt ist. Beim E2 habe ich gelesen, wird das noch nachgeliefert und dann könnte man beispielsweise sagen, okay, man schildert jetzt einfach mal Betriebsfahrt, fährt hier zum Betriebsbahnhof und wäscht sich hier seinen Wagen wieder rein und fährt dann wieder weiter auf der Linie 1 quer durch Wien. Kann man machen, wenn man beispielsweise jetzt hier mal einen ganzen Tag Straßenbahnfahrer sein möchte und zwischenzeitlich dann irgendwann mal auch hier seinen Wagen waschen.
Was steht denn da? Eingrund. Befahren des Betriebsgeländes nur mit Genehmigung der Wiener Linien. Es gilt die StVO. Na gut, wir sind ja eh mit Genehmigung der Wiener Linien hier. Also eigentlich nicht, aber ja. Egal. So, gucken wir uns mal an. Da drüben die Hallen. Da haben wir Altpapier. Sehr schön, sehr schön. Zählt das auch zur Halle dazu oder ist das eher ein anderes Gebäude? Ich sehe hier keine Gleise nämlich. Da drüben auf jeden Fall. Da haben wir Halle 1 und da sieht man schon, auch hier sind viele, viele, viele Straßenbahnen abgestellt. Wir gucken mal, kommen wir da rein? Nach unten kommen wir auch. Cool. Richtig cool gemacht. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Auch hier wieder einen E2. Ein paar Ulfs stehen hier rum. Rauf kommen wir dann leider nicht. Da hinten auch. Und Flexity sehe ich da auch. Und ich glaube, ist das unsere Waschstraße? Kann das sein? Gucken wir mal. Wir gehen gleich zu unserem Ulf. Keine Angst, wir gehen gleich zu unserem Ulf. Ich möchte mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Ich glaube, da haben wir unsere Waschstraße gefunden. Das heißt, durch dieses Gleis hier müssen wir in die Waschstraße reinfahren. Da funktioniert das ganz gut. Also das ist mal Halle 1 und ich vermute mal hier anschließend gleich mal Halle 2. Genau. Ich erkunde erstmal alle Hallen. Halle 5 gibt es nämlich nicht mehr. Die wurde durch einen Bombenabwurf 1945 so schwer zerstört, dass man die quasi abgerissen hat. Und dort stehen jetzt die Fahrzeuge unter freiem Himmel. Das wird dann vermutlich da drüben sein. Da war früher vielleicht mal die Straßenbahn Halle Nummer 5. Da haben wir Halle 3, die Revisionshalle. Die ist verschlossen, da kommen wir nicht rein. Da haben wir anscheinend das Gebäude für die Mitarbeiter. Ein paar Fahrzeuge stehen hier auch rum. Sehr schön, sehr schön. Es ist schon sehr geschäftig hier, muss man zugeben. Viel los, ziemlich viele Leute hier, ziemlich viele Straßenbahnfahrer und Straßenbahnfahrerinnen, die vermutlich hier gerade auf der Linie 1 und anderen Linien herumfahren. Steht da auch Halle irgendwas? Da steht nichts. Wahrscheinlich Halle 4, kann ich mir gut vorstellen. 1, 2, 3, 4 und dann war das hier da drüben wahrscheinlich mal Straßenbahn Halle 5. Kann ich mir ja gut vorstellen. Na gut, gucken wir mal. Da ist unser Ulf. Und der sieht ja schon, der sieht aus, als wenn der verbrannt wäre. Eieieiei, was ist mit dem passiert? Alter Falter. Ach du Scheiße, ne? Ich bin mit dem nicht gefahren. Ich war mit so einem, mit einem ganz reinen. Alter Falter, ist der dreckig. Na, herzlichen Glückwunsch. Da vorne geht's ja noch, aber pff, was ist denn da passiert? Ist der durch einen Staubsaugerbeutel gefahren? Das, puh. Ja, vielleicht irgendwie ein Event oder sowas stattgefunden. Keine Ahnung, kann ja möglich sein. Öffne das Fahrzeug mit dem Vierkantschlüssel. Machen wir mal. Steige in das Cockpit und rüste das Fahrzeug auf. Na, ich hoffe, ich habe die Hilfe da unten noch. Ich sehe sie. Die Hilfe haben wir. So. Rüste das Fahrzeug auf. Das sagt sich so leicht. Ich glaube, das war erstmal Schlüssel. Warte mal. Hilfe. Auf der linken Seite. Genau. Interagiere mit dem zentralen Schlüsselschalter und drehe den Schlüssel in Position 2. Das sieht gut aus. Hebe den Stromabnehmer an, um das Fahrzeug mit dem Stromnetz zu verbinden. Ich glaube, das war da drüben. Irgendwo. Schleudern, waschen. Waschen, hat eine Selbstreinigung. Kabinenlicht, Fahrgastlicht, Scheinwerfer. Lampenreinigung. Wo war denn das jetzt schon wieder? Antriebswahl. Ah, hier. Stromabnehmer. Gucken wir mal. Stromabnehmer ist oben. Sieht voll cool aus da drin, muss ich zugeben. Gefällt mir gut. Ein paar Spinde haben wir hinten auch. Freut mich. Echt gut gemacht. Finde ich cool. So, was haben wir noch? Setze erst den Aufrüstvorgang vor, wenn das Fahrzeug fertig hochgefahren ist. Na, ich hoffe mal. Erscheint die Meldung, Haltebremse 1 am linken MMI-Display, kann der Aufrüstvorgang fortgesetzt werden. Passt, sehr gut. Ist das Fahrzeug aktiviert? Stelle den Betriebsartenwahlschalter auf VA. Das Fahrzeug ist nun erfolgreich aufgerüstet und abfahrbereit. So, 10 Punkte bekommen wir dafür. Schiebe den Zug aus der Halle und fahre ihn vor bis zur Markierung. So, erstmal aussteigen. Schiebe den Zug aus der Halle mit bloßen Händen. Wo müssen wir denn da hin überhaupt? Wir gucken erstmal. Ja, und da ist mir da gerade mal der ganze PC direkt mal abgeschmiert. Ist mir auch noch nie passiert, muss ich ehrlich zugeben. Seit ich den PC, glaube ich, habe ich es mir dann noch nie abgeschmiert. Nur gerade jetzt natürlich. Gerade beim Waschen natürlich. Also gerade mal beim Aufrüstvorgang natürlich. Aber okay, ich habe mir gedacht, wir schnipseln es einfach mal so zusammen. Und fangen einfach nochmal an. Hier unser dreckiger Ulf. Wir fangen einfach nochmal an. Back to the roots. Ganz vom Start. Mit dem Vierkantschlüssel werden wir da vorne das Ding jetzt mal öffnen. Viel habe ich ja zum Glück noch nicht getan gehabt.
Ich hoffe, die Aufnahme ist überhaupt noch da, die andere. Ich schätze mal schon. Wenn nicht, dann nehme ich halt nochmal kurz auf vorher, aber das soll schon alles passen. So, steigen in das Cockpit und rüste das Fahrzeug auf. Das machen wir mal. Wir rüsten mal unser Fahrzeug auf. Wie geht denn das nochmal genau? Einmal hier. Einmal in Position 2. Position 2 ist da unten, wo der Zweier steht. Dann warten. Stromabnehmer. Auf. Setze den Aufwärtsgang vor, wenn das Fahrzeug fertig hochgefahren ist. Haltebremse ein. Okay, wir warten mal, bis Haltebremse einsteht. Das steht nämlich jetzt da. Und dann können wir hier auf Nummer 2 wechseln. Ist das Fahrzeug aktiviert? Stelle den Betriebsatemwahlschalter auf VA. So. Schiebe den Zug aus der Halle und fahre ihn vor bis zur Markierung. Das kennen wir gerade eben noch. Das heißt, wir nehmen uns den Schlüssel wieder mit. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Es ist ein bisschen tricky. Hallo? Hallo? So. Wir nehmen uns den Schlüssel wieder mit, denn wir brauchen den Schlüssel da hinten nämlich. Es gibt hier eine geheime Abdeckung, die kein normaler Fahrgast je zu Gesicht bekommen wird. Nur hier sehen wir sie. Da gibt es nämlich nochmal eine Steuerung, eine ziemlich abgespeckte Version davon. Nicht so automatisiert wie da vorne, nicht so Hightech wie da vorne, sondern nur so ein ganz, ganz kleines Bedienfeld. Hier kommt unser Schlüssel rein. Leider Gottes kann man hier nicht ranzoomen, ist ein bisschen schade. Dann drehen wir den einmal. Wir haben hier den Fahrschalter, also für vorwärts und rückwärts. Und wir haben hier Bremse lösen. Und lustigerweise müssen wir diese Bremse immer gelöst haben. Das heißt, wir können nicht einfach hier drauf drücken und sagen, passt, das war's schon. Wir müssen permanent die Bremse lösen. Das können wir jetzt entweder machen, indem wir hier permanent draufklicken, dann können wir nur halt nichts sehen draußen. Man kann es auch mit Numpad Nummer 5 machen. Also wenn du gerade im Betriebshof stehen solltest und nicht wissen solltest, wie man den Zug hier bedienen sollte, dann drück mal auf Numpad Taste 5. Ich gehe mal ganz nah ran. Dann sieht man auch, der Button geht ein bisschen nach unten. Man hört es auch. Dann können wir nämlich auch hier ein bisschen nach oben gucken. Und dann fahren wir los. Und die ganze Tramway bewegt sich. Man kann natürlich jetzt da auch die verschiedensten Modi einstellen. Also entweder ganz langsam oder ganz schnell. Wir sind mal ganz langsam. Wir sind hier am Betriebshof. Da können wir ruhig mal ein bisschen zurückhaltender fahren. So, müssen wir nicht so rasen wie draußen immer. Ich glaube auch blinken kann man hier, oder? Kann man hier blinken? Hier kann man anscheinend nicht blinken. Okay. Beim Flexity kann man blinken. Gibt es natürlich bei jedem von den drei Modellen. Ich vermute mal auch beim i2. Beim Flexity habe ich es schon mal ausprobiert. Beim Ulf habe ich es jetzt auch ausprobiert. Und dann fahren wir mal die 50 Meter bis zu unserer Markierung. Und dort werden wir dann vermutlich wieder nach vorne wechseln. Und von vorne gucken, wie wir dann am besten in die Waschstraße fahren. Da müssen wir uns erstmal, glaube ich, unsere Gleise richtig stellen, unsere Weichen richtig stellen. Ich hoffe, da düst mir jetzt kein Auto rein. So, lieber mal bremsen. So ein kleines weinerliches Bimmeln. Mehr geht nicht, mehr ist nicht drin. Der bleibt natürlich nicht stehen. Der sieht mich ja nicht als kleine Straßenbahn. So, aber jetzt volle Pulle. Übrigens auch neue Gleissounds gibt es hier. Oh! Okay. Es tut mir leid. Ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, wir sind genau richtig. Fahre bis zum Verschubarbeiter vor. Okay. Das heißt, wir nehmen da den Schlüssel mit. Stellen hier auf aus. Nehmen das mit. Machen wir die Abdeckung zu. Ja, nehmen wir mal zu. Ja, musst warten. Tut mir leid. So. Abgesperrt haben wir. Und dann geht's mal nach vorne. Das Ganze mal von draußen angucken. Sehr schön. Na, der muss sich ja was denken, der Autofahrer. Wo war denn der mit der Straßenbahn? So, bis zum Verschub-Mitarbeiter. Wo ist denn der? Der ist nicht mehr hier. Unser Freund von vorhin, der ist nicht mehr hier. Der ist... Wo ist der denn? Fahre vor. Hat er denn jetzt schon hier die Weichen richtig gestellt? Ich hoffe mal. Ich hoffe mal sehr, dass die Weiche richtig gestellt ist. Wehe, wenn nicht. So, probieren wir mal. Das heißt, huch. Einmal hier. Antrieb nicht bereit. Haltebremse, okay. So, einmal hier. Dann drehen wir es nochmal. Nullstellzwang. Buffs. Was auch immer das heißen soll. Vielleicht müssen wir hier nochmal auf die Null. Pff,
Vorwärts Bahnhofsfahrt. Okay, das klingt sehr gut. Kann ich jetzt vorwärts fahren? Noch nicht. Haltebremse 1. Ein. Nicht alle Bremsen gelöst. Muss ich auch mit 5? Okay, Fahrsperre Türen. Das teste ich jetzt gerade. So weit war ich noch nicht. Fahrsperre allgemein. Na, Glückwunsch. So, na fährt doch. Vorwärts Automatikfahrt. Das klingt gut. So, fahre zum Verschubmitarbeiter. Wo ist der denn? Den müssen wir erstmal finden. Irgendwo da hinten. Na wehe, du hast mir die Weichen jetzt falsch gestellt. So, mal ganz vorsichtig. Das ist eine harte Kurve hier. Ich traue mich außerhalb mehr. Hier bin ich ein bisschen zurückhaltend. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Sehr schön, sehr schön. Gucken wir mal hinten. Sieht alles gut aus. Sieht alles sehr gut aus sogar. Da sehen wir ihn. Guck mal, da ist er da vorne. Der liebe Herr Kollege. So, Tacken langsamer. Sehr schön, sehr schön. So, das ist ja eine Weltreise hier. So, da ist er. Hallo, hallo, mein Lieber. Komm auf die Kleidung nicht mal ran. Zoom, gucken, was da drauf steht. Nur eine Deutschlandfahne hat er da drauf. Okay, stelle das Fahrzeug in Halle 1, Gleis 8 ab. Soll ich dir die Weichen vorstellen, damit du einfach nur rangieren brauchst? Weißt du was? Ich möchte mir die Weichen selber stellen. Okay, habe verstanden. Dankeschön. Wir probieren das einfach mal, oder? Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Das heißt, Tür 1 auf. Ich mache sie jetzt aber auch mal die Haltedingsbums da, also die Freigabe rein. So, wir haben es ja schon mal hierher geschafft. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht für einen Anfang. Stelle das Fahrzeug in Halle 1, Gleis 8 ab. Das ist das hier. Na, viel verstellen müssen wir da, glaube ich, gar nicht mehr. Mal gucken. Da hätten wir noch ein bisschen weiter vorfahren müssen, oder? Ein bisschen weiter vorfahren und ich glaube, dann hier die Weichen verstellen. Vielleicht hätte man doch sagen sollen, machst du bitte. Kann ich dich nochmal anbetteln? Leider nicht. Hm. Ich glaube nämlich nicht, dass wir ja jetzt schon reinkommen. Wir gucken erstmal. Halle 1, Gleis 8. Ist das eh das Richtige? Das müsste dann das hier sein. Jo, das ist das hier. Das heißt, das ist das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Wo wir ein bisschen weiter vorne stehen. Also das mittlere von den dreien hier. Okay, das können wir sich leicht merken. Das mittlere von den dreien hier. Okay. Dann fahren wir jetzt nochmal ein bisschen vor. So, Gleiserei Taifun haben wir da vorne. Fahren wir noch ein bisschen weiter vor. Guck mal, da ist ein anderer auch noch. Ah, ich fahre jetzt mal einfach mal ein ganzes Stück weiter vor. So, und jetzt legen wir den Stopp ein. Nehmen uns den Schlüssel wieder mit. Das heißt, erstmal auf 1 und dann auf aus. Und dann gehen wir wieder. Gehen wir wieder nach hinten. Dim, 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 dim. Schön. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns die Weichen da stellen. Ach so. Na, passt. Okay. So, Schlüssel rein. Türchen auf. Welche Weiche können wir denn hier stellen? Oder sind die vielleicht eh schon richtig? Nee, die ist ja halt zugestellt, dass wir da hinfahren. Warte mal, da. Ah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Aha, aha, aha. So, dann holen wir mal unser Weichenstelleisen, würde ich sagen.
Huch! Will ja gar nicht mehr einsteigen, der weigert sich schon, Arbeitsverweigerung. Und gucken mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Weichenstelleisen, mit dem haben wir eh schon lange nichts mehr getan. Komm her da. Und dann testen wir das mal. So, das heißt, wir brauchen die Mittelschiene. Die Mittelschiene, das wird ja vielleicht gut sein. Mal gucken. Ach, hier kommen wir gar nicht mehr weiter. Na super. Okay, das heißt, wir fahren jetzt hier hinein. Wir fahren einfach mal hier hinein und hoffen, dass das klappt. Hoffen, dass wir überhaupt da hinkommen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil wir haben ja immer nur so ein paar Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind begrenzt, sind nicht unendlich. Das heißt, selbst wenn wir die durchtesten müssen, werden wir irgendwann mal fertig werden. So. Okay. Türe kann, glaube ich, auch offen bleiben. Jo. Gut, jetzt war schnell unterwegs. Heieieiei. So, ich möchte gar nicht so weit vorfahren. Ich möchte nur mal gucken, ob er da jetzt abbiegt. Das tut er. So, wenn er das nämlich tut, dann können wir gleich mal gucken, dass wir die Weiche da drüben auch richtig stellen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt noch falsch gestellt ist. Dass wir da entweder bei Gleis 7 oder Gleis 9 dann reinkommen. Vermutlich eher Gleis 7. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, in welche Richtung wir dieses Dings da noch verstellen können. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt sollte man nämlich genau in die Mitte reinkommen. Genau dort, wo wir hinwollen. In die Waschstraße. Das heißt, rein da, Weichenstelleisen wieder nach vorne bringen. Du brauchst deinen Urlaubstag, das kannst du gar nicht im normalen Betrieb hier waschen. Einfach mal kurz in die Waschstraße, das ist ja na gut für diejenigen, die sich auskennen. Vielleicht nicht unbedingt. Die wissen schon, wie es geht. So. Und dann fahren wir mal ganz sanft, sachte und langsam fahren wir da jetzt mal hinein. Hallo, sanft und langsam. Boah, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Jo, richtig gestellt, auf Anhieb richtig gestellt, ich freue mich. Ich habe jetzt kurz gedacht, wir fahren falsch. So, hier abstellen oder noch weiterfahren? Ich fahre nochmal weiter. Ah, okay. Sehr gut. 40 Meter. Dacht schon. Wäre lustig, wenn jetzt weiter unten wäre. Könnte man mal gucken, wie das Ganze von unten aussieht. Weil das können wir ja generell mal gucken, wie das Ganze von unten aussieht. Aber ich glaube nicht, dass wir uns ducken können. Dass wir da unten quasi dann nicht hinkommen. So, da oben leuchtet alles rot. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Wenn alles rot leuchtet. Ich fahre mal trotzdem noch ein bisschen weiter vor. Nicht vergessen, immer dass der 5 gedrückt halten am Numpad. Stelle den Zug am Haltepunkt ab und starte die Waschanlage. Das heißt, wir werden noch ein bisschen weiter nach vorfahren müssen. 600. Ja, keine Ahnung. Wagen 600, wir sind 602. Pff, weiß ich nicht. So, ganz sanft, ganz sanft. Was sind da links und rechts? Einschusslöcher. Na, ich habe das aber ganz gut im Griff, muss ich zugeben. Freut mich. Freut mich, freut mich. Hätte ich mir nicht gedacht. So, lieber mal ein bisschen bremsen. Bremsen ist ja echt hart drauf da hinten. Na gut, wir haben ja eh einen Prellbock. Also wir können nicht unendlich weit rollen. Ein bisschen müssen wir noch. So, das soll es aber gewesen sein. Senke den Stromabnehmer und schließe alle Türen. Ich will mir das ganz gerne von außen mal angucken. Mal gucken, ob das funktioniert, ob wir da irgendwie noch entwischen können. Ich lasse den Schlüssel jetzt einfach mal da hinten stecken. Wir können das ganz bestimmt von außen ansehen. Wir müssen hier erstmal die Waschanlage wahrscheinlich von außen starten.
So, Stromabnehmer ab. Sehr gut. Und dann werden wir hier noch die Freigabe reintun, damit wir danach auch wieder ansteigen können. Oh, vielleicht wird der Schlüssel doch mitgebraucht. Kacke. Okay, Friendos, das ist eine Marathonstrecke hier. So. Aber jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir ihn gleich gewaschen. Vielleicht können wir ihn nachher noch abstellen oder vielleicht ist das Szenario dann vorbei. Gucken wir mal. So, mit dem Einstein komme ich da sehr schwer rein, warum auch immer. Zugenägt in den Feiertagen vielleicht. So, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Eigentlich brauchen wir das ja gar nicht. Wir könnten ja hier, zack, die Freigabe reintun. Wir brauchen da gar nichts einstellen. So, schließe eine Tür. Und wenn die jetzt zu ist, sollten wir das erledigt haben. Gehe zur Konsole und starte die Waschanlage. Die ist da draußen. Und da haben wir eine schöne kleine Zwischensequenz. Cool. Und aus dem dreckigen schwarzen Ulf hinten schon wird gleich ein sauberer, schöner Ulf. Nice. Der glänzt ja richtig. Hinten nicht so. Naja. Gewaschen sieht anders aus. Gewaschen sieht anders aus, Freunde, aber okay. Wir haben es versucht. Ich glaube, dieses Modell ist ein Modell zum Abschreiben. Da vorne glänzt er richtig. Guck mal einer an. Da vorne glänzt er richtig. Da hinten weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum der hier hinten so schräg aussieht. Vielleicht ist es auch ein Fehler bei mir, weiß ich gar nicht. Vielleicht hätten wir das kleine Modell nehmen sollen. Hm. Naja, macht da nichts. Fahre in den Zug aus der Halle zum Verschubarbeiter. Zack. Da muss bestimmt noch ganz gut riechen jetzt hier. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Okay, fahre in den Zug aus der Halle. Heißt, wir müssen hier wieder weitermachen. Wir müssen hier wieder weitermachen. Machen wir hier, zack. Und dann drehen wir den auf. Wo drehen wir denn hin? Jetzt haben wir den Schlüssel rausgenommen. Stromabnehmer nicht oben. Stromabnehmer auf. Wir stellen den, glaube ich, auf 2. Der Stromabnehmer. Jetzt kommt der Stromabnehmer rauf. Sehr gut. Dann stellen wir hier auf VA. Und dann sollten wir eigentlich losfahren können. Yo, der rollt. Geil. Habe ich im Griff. Cool. Sogar ohne Hilfe. Ich freue mich. So, vielleicht doch trotzdem nicht so rasen. So, und dann würde ich sagen, ab in die Schrottpresse. Keine Ahnung, was mit dem da hinten passiert ist. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug.
Ich probiere es jetzt gleich nochmal, ob wir mit einem anderen Modell, mit dem kleinen Modell beispielsweise, ob wir da vielleicht reinkommen. So, zum Verschubarbeiter. Fahren wir mit dem ganzen Teil jetzt wieder zurück. Kann das sein? Heieiei, das sieht so aus, als ob ich hier die ganze Seite wegramme. Aber alles gut, wir haben Platz. Oder vielleicht tut der Verschubarbeiter den jetzt wieder in die Halle stellen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, was du mit mir tust, mein lieber Freund. Ich stelle dir den mal ab. Stelle das Fahrzeug in Halle 2, Gleis 7 ab. Soll ich dir die Weichen vorstellen, damit du einfach nur rangieren brauchst? Ach, mein Lieber, ich habe das vorher so gut hinbekommen. Ich möchte die Weichen lieber selber stellen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. So, okay, habe ich verstanden. Dankeschön. Ich auch. Dann machen wir hier mal wieder die Freigabe rein, damit wir uns auch auskennen. So, neben dem verbrannten Ulf vorbei. Weiß ich nicht. Waschanlage sieht aus wie vorher. Ach, hier müssen wir hin. Na, super duper. Na, da brauchen wir ja gar nicht suchen. Scheiße. Hier müssen wir hin. Wo ist denn das? Hier? Auch wieder die Mitte circa. Das heißt, wir müssen erstmal komplett nach draußen fahren. Und zwar ganz weit nach draußen. Auf Höhe von diesem Pfosten. Ganz ehrlich, ich fahre einfach bis zur Ampel nach vor. Ich dachte, das ist vielleicht wieder irgendwo dahinter, weil wir haben uns ja vorher die Hallen angeschaut. Stimmt schon, Halle 2 grenzt direkt an Halle 1. So, dann machen wir die Türen wieder zu. Ich hoffe, das ist hier richtig gestellt. So, quietscht ganz gut. Wir sind auf jeden Fall richtig. Und dann fahren wir mal ein bisschen wärmer hin in den Spiegel. Wir sehen ja, wann der komplett um die Kurve drüber ist. So. Dann nehmen wir unseren Spazierstock wieder mit. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu weit gefahren. Nicht, dass wir da jetzt gleich nicht mehr hinkommen. Oh Gott, die Frage ist natürlich, wie stelle ich das jetzt am besten? Wie und wo stelle ich das jetzt am besten? Ah. So. Sieht das jetzt so aus, als ob wir hier richtig fahren würden? Nee, jetzt fahren wir ja erst wieder falsch. Ach nee, wir sind da richtig. Ich bin ja doof. Wir müssen ja nicht hier hin. Ich bin ja sehr doof. Da wäre ich jetzt hier in die Halle 3 gefahren. Wir müssen ja hier hin. Das passt schon. Wir sind hier richtig. So, Nikolaus, wieder zurück. Ich tanke mal hier ein. So, das ist eine Wissenschaft für sich hier, Freunde. Dann. Freigabe raus. Müssen wir aber wieder von hinten rum. Das heißt, Schlüssel mitnehmen. Und da hinten wieder alles fahrbereit machen. Das haben wir ja mittlerweile schon drauf. Warten wir mal, bis hier das grüne Lichtchen leuchtet. Dann drücken wir wieder die Nummer 5 auf dem Numpad und dann fahren wir los. So, grünes Lichtchen. Hallo, hallo. Jetzt leuchtet das grüne Lichtchen. Und jetzt können wir fahren. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gestellt. Es sollte passen. Da bremst wieder ganz hart. Wahrscheinlich, weil wir hier hinten nur die hinterste Bremse drin haben. Oh, ich glaube, das war doch nicht so richtig gestellt. Oder vielleicht doch.
Wir fahren ja da dieselbe Strecke jetzt gerade wieder zurück. Aber vielleicht macht das auch gar nichts. Vielleicht sollte man ihr hier verstellen. Dass wir quasi dort drüben hinfahren. Das war ja auch eine Idee. Wir fahren gerade dieselbe Strecke wieder zurück. Da müssen wir hin. Dreck. Ah, fuck. Vielleicht verstellen wir die Weiche einfach hier. Wäre auch eine Idee. Ja, hätte man den Kollegen doch machen lassen sollen, glaube ich. So, ich fahre jetzt einfach mal. Fahren wir jetzt hier wieder rein Richtung Waschstraße. Nochmal, einmal hat nicht gereicht. Nur fahren wir halt mal ein Stückchen. So, das sieht gut aus. Ein Stückchen noch. Mal nur mal kurz die Tür auf, um zu gucken, ob das jetzt eh passt. Genau, dann könnten wir nämlich hier das Gleis verstellen und fahren dann da rüber. Ich glaube, das sollte hinhauen. Ah, okay, kommen wir jetzt wieder nur hinten rein. Da hätten wir ja echt den anderen Ulf nehmen sollen. Das ist ja hier wirklich schon ein Marathonlauf. So, das heißt, Türchen wieder zu. Wir warten, bis das Türchen zu ist. Nehmen uns den Schlüssel mit. Gehen wieder nach vor, diesmal im schrägen Modus, im 90-Grad-Modus. So, tun den Schlüssel noch nicht wieder rein. Doch, wir müssen den Schlüssel wieder reintun, um die Türen aufzubekommen. Schalten hier auf 0. Freigabe ist drin. Spazierstock nehmen wir mit. Ach nee, das war ja wieder das Gleis hier. Das wollte ich ja gar nicht verstellen. Ich wollte ja das hier verstellen. So, ich hoffe, der entgleist uns jetzt da nicht. Stelle ich sie jetzt aber nochmal zurück. Hallo, hallo? Geht das überhaupt? Okay, da können wir, glaube ich, jetzt nichts mehr zurückstellen. Na, ich hoffe, das haut hin. Ah, hier. Oh. So, dann haben wir es jetzt nämlich so eingestellt, wie es vorher war. Und hier fahren wir jetzt genau da nach hinten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier fahren wir dann nach hinten. Ist ja nur die Frage, wo wir dann hier wieder hinfahren. Ob wir dann da nach draußen fahren? Ne, ich vermute, wir fahren hier weiter. Wir fahren sicherlich hier weiter. Okay. Das sollte schon passen. Glaube ich. Da müssen wir uns aber das auch noch richtig einstellen. Das war von hier. Schwupps, richtig reinkommen. Da müssen wir nämlich nur noch das verstellen und hier unten ein bisschen. Okay, ich glaube, wir sind auf der Ziel. Ne, wir müssen ja da hinten auch noch was verstellen. Nee, das passt ja nicht. Oh nein, das passt ja gar nicht. Oh Gott. Das war das falsche Gleis. Wir sind aufs falsche Gleis gefahren. Fuck. Fuck. Wir kommen hier dann nicht mehr hin. Wir müssen ja hier hin. Ach, leck mich. Ach nein. Das heißt doch nochmal Retour. Oh, was mache ich denn hier? Ich fahre überall hin, nur nicht dort, wo ich hin soll. So, komm, jetzt aber mit geballter Power. Huch, haben wir den Stock jetzt eh wieder zurück, yo. Na, herzlichen Glückwunsch. Das war ja ein unnötiger Ausflug. So, Haltebremse ein. Das freut mich. Jetzt fahren wir mal ein bisschen rasanter hier am Hof rum. Oh, hallo. Servus. Blinken.
Ja, und hier müssen wir dann richtig einstellen. Ärgert mich jetzt, dass wir da vorher verschissen haben. Ich wollte das auf Anhieb ganz gut lösen, hat ja nicht so funktioniert. So. Okay. Dingsbums. Der Schlüssel, weißt du was, dann lass ich noch drinstecken, wir müssen hier eh nochmal herkommen. Heieieiei, okay, versuchen wir es nochmal, versuchen wir unser Bestes nochmal. Problem ist halt, wir sind begrenzt von der Länge, die wir uns entfernen können von unserem Fahrzeug. Das heißt, ich kann das gar nicht da so genau nachvollziehen, wo wir da jetzt hin müssen. Blöderweise. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Wir sind hierher gekommen und müssen auf das Mittelding. Wir müssen auf das Mittelding. Dann gucken wir mal. So, das sollte ja jetzt eigentlich das Richtige sein. Jo, wir fahren da gerade nach vor. Ah, ich glaube, da haben wir verkackt vorher. Ach nee, jetzt haben wir hier verkackt. Okay. So, nochmal retour. Wo war das? 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 So, wir kommen jetzt in die Mitte. Wir kommen jetzt in die Mitte. Jetzt passt das, Freunde. Jetzt hat das Hand und Fuß. Jetzt haut das hin. Ah, guck mal. Der säubert sich ja. Schau mal einer an. Wahrscheinlich ist das noch der Schmutz. Der trickert jetzt gerade von der Sonne hier runter. Geil. Mittlerweile nur noch die zwei hinteren Teile ganz schmutzig. Da hat sich ja die Fahrt doch gelohnt, die Hin- und Herfahrt hier. So, Leute, das da raus. Warten, bis die Tür zu ist. Dann tun wir da oben wieder auf A. Nehmen unseren Schlüssel mit. Gehen nach hinten. Das kennen wir ja mittlerweile schon wirklich gut. Schlüssel rein. Starten, warten, bis das grüne Licht leuchtet. Und jetzt sollten wir es erledigt haben. Jetzt müssen wir dann nur noch gucken, wie wir da vorne weiterkommen. Aber ich glaube, wir müssen nicht mehr von vorne und hinten immer dumm starten. Ich glaube, das haben wir jetzt. Verschreiben wir es lieber nicht. Das muss jetzt aber richtig sein. Dass wir da mittig fahren. Ja, der nimmt die Kurve, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus sogar. Fast schon zu gut für den Muckemuck. Mhm. Und ich würde sagen, sicherheitshalber bleiben wir dann erstmal hier stehen. Ne, wir fahren nochmal ein bisschen. Wir bleiben hier stehen. So, die Tür können wir dann direkt mal aufmachen. Damit wir dann nachher auch da hinten wieder rauskommen können. Dann holen wir uns unseren Dreizack. Der ja überhaupt keine drei Zacken hat, aber egal. So, la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 . Okay, und müssen auch hier wieder in die Mitte rein, habe ich das Gefühl, oder? Ne, nicht ganz. In die Mitte, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Wir müssen aufs Zweite, auf das hier, 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 auf das hier. Okay, also das haut auf jeden Fall mal hin. Wir fahren hier geradeaus. Ich glaube, so sollte das passen. Probieren wir es halt einfach mal. Wenn nicht, müssen wir nochmal kurz nach vor. Ich glaube, das passt so. Oder jetzt bin ich mir unsicher. Nee, das muss so passen. Gar nicht so leicht zu erkennen, wie da die Weiche gestellt ist. Ach, oh, bitte sag, das passt. Nein, wo fährt er hin? Oh! Jetzt habe ich ja richtig Schiss gerade. Oh. Ja. Was war das gerade? Dachte, wir sind irgendwo dagegen gefahren. Vielleicht haben wir mitgenommen oder so.
Aber wir haben richtig geschalten. Guck mal. So, stelle das Fahrzeug ab. Na, nichts leichter als das nach 40 Minuten. Oder so. Pff. Halleluja. So, rüste das Fahrzeug bitte noch ab, bevor du die Halle verlässt. Dann habe ich das zusammenbekommen. Einmal hier. Die Tür geht trotzdem noch zu. Stöckchen hier hin. Hallo, hallo, hallo. So. Rüste das Fahrzeug noch ab. Auf null. Ist das jetzt abgerüstet? Ich schalte mal ein bisschen länger auf Null, mal gucken. Ja, das hört sich gut an. Das hört sich sogar sehr gut an. Schließt den Zug ab. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn da jetzt wieder raus? Die Tür geht ja nicht auf. Ah, hinten wahrscheinlich. Ja, da geht die Tür nämlich noch auf. Problem ist halt, die geht dann nicht mehr zu. Ich hoffe, die geht dann von vorne wieder zu. Rangieren abgeschlossen. Na, herzlichen Glückwunsch. Mission fertig. Geil. Also das war das Szenario Rangieren. Eins von vier Szenarien, die hier neu dazugekommen sind beim DLC Betriebsbahnhof Wien bei Let's Play Tramsim. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Da geht es dann nämlich weiter mit einer Frühschicht. Wir rüsten unser Fahrzeug hier auf und fahren dann auf der Linie 1. Mal gucken, wohin. Werden wir dann rausfinden in der nächsten Folge. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.